Riesige Auswahl, insgesamt 9 Klassen. Ja, welche nehme ich denn jetzt am besten und welche ist für die Anfänger am besten geeignet? Genau die Fragen kläre ich in dem Video. Wenn du keine weiteren Tipps und Tricks Videos zu Elden Ring verpassen möchtest, dann bleib doch gerne mit einem kostenlosen Abo dabei und dann würde ich sagen, los geht's! You can't touch this. You can't touch this. Fangen wir mal chronologisch an mit dem Vagabund. Der Typ ist eine gute Mischung aus Stärke und Geschick. Das heißt, hier könnt ihr selber noch entscheiden, möchtet ihr mehr auf Stärke oder auf Geschick gehen. Er hat am meisten Leben, hat auch eine ganz gute Rüstung und das Geilste eigentlich ein 100% Schild. Das heißt, 100% vom Schaden werden auch geblockt, solange ihr natürlich noch Ausdauer habt. Und ansonsten ist das einfach so der klassische Nahkämpfer im Spiel. Also wenn ihr richtig Bock habt auf Reingehen und Action, ist das eure Klasse. Der Krieger hingegen ist eher so die Geschicklichkeitsklasse. Das heißt, ihr könnt zwei Waffen tragen, ihr habt am Anfang gleich zwei Krummsäbel, die auch ziemlich geil sind. Und hier geht es mehr so um Geschwindigkeit, um schnelle Schläge, geile Movements, geile Kombos. Ihr habt außerdem auch noch ein Schild dabei. Der Typ hat aber ein bisschen weniger Leben als der Vagabund, aber insgesamt auch eine sehr, sehr geile Klasse. Der Held überzeugt mit sehr viel Ausdauer und sehr viel Lebenspunkten, ist ein Stärkecharakter, also wenn ihr Bock auf sowas habt, dann auf jeden Fall den Held wählen. Hat auch ein gutes Schild, die Rüstung ist ein bisschen leichter als beim Krieger oder Vagabunden und hält insgesamt nicht so viel aus. Ihr habt halt einfach eine sehr, sehr schwere Waffe, das heißt wenig Schläge, dafür aber sehr, sehr viel Schaden. Ne, also wenn ihr Bock auf sowas habt, auf Hau drauf, dann nehmt auf jeden Fall den Helden. Der Bandit kommt mit einem Kurzbogen und einem Schild daher und natürlich auch noch einer Waffe. Ja, den sollte man eher so ein bisschen Stealth spielen, das heißt halt schleichen, irgendwie langsam ran, meucheln und so weiter. Der hält halt relativ wenig aus, hat eine schwache Rüstung und auch generell eine schwache Waffe. Ist geil zu spielen, wenn man so Bock drauf hat, aber ich sag mal für Anfänger nicht unbedingt geeignet, da sollte man schon wissen, wie man spielt. Kommen wir zum ersten Magiecharakter und das ist der Astrologe und ich finde eine sehr, sehr geile Klasse. Ihr habt erstmal auch ein Schild und ein kleines Schwert. Das Ding ist jetzt nicht der Hammer, aber ihr könnt euch zumindest im Nahkampf verteidigen. Den Astrologen spielt man aber eh ein bisschen anders, es sei denn, man kommt halt gerade in eine blöde Situation, denn der Gute hat Magie. Und da habt ihr einmal den Kreisel und einmal den Bogen. Mit dem Kreisel könnt ihr einfach einzelnen Gegner hitten, mit dem Bogen hingegen mehrere. Da kommt halt so ein Ding, wie ihr gerade seht. Auf jeden Fall für Anfänger top geeignet die Klasse. Ich selber habe auch damit angefangen, weil ihr könnt halt schön aus der Ferne erstmal draufballern, müsst nicht direkt in den Nahkampf, weil, sage ich mal, das Kampfsystem, das muss man halt schon mal ein bisschen lernen. Also wenn ihr blutige Anfänger seid, geile Klasse für euch. Der Prophet ist ein Glaubenscharakter, also der ist auf Glaube geskillt. Der hat an sich auch eine Nahkampfwaffe, die jetzt aber nicht so mega geil ist. Er hat auch Magie, einerseits kann er sich heilen, allerdings braucht das Ewigkeiten. Das heißt, so mitten im Kampf ist das eigentlich nicht wirklich anzuwenden, wenn er müsste abhauen und euch heilen. Ja, finde ich jetzt eher so mittel, sage ich mal. Ansonsten hat der Gute auch noch diesen geilen Move hier drauf. Da könnt ihr den Gegner anbrennen. Allerdings ist auch diese Magie, die er da anwendet, nur im Nahkampf möglich. Also prinzipiell ein kompletter Nahkampfcharakter. Ich finde ihn tatsächlich nicht so geil, weil man halt wirklich nur im Nahkampf groß damit kämpfen kann. Klar kann man später auch noch andere Waffen und so weiter nehmen, aber so für den Anfang, wie ihr erstmal mit der Klasse startet, finde ich es insgesamt nicht ganz so geil. Der Samurai kommt mit einer guten Rüstung, die vor allem auch ziemlich geil aussieht und viel Leben daher. Der hat einen Langbogen am Start und das Katana, auf jeden Fall eine mega geile Waffe, findet man auch noch im Early Game im Spiel, aber der Samurai hat es einfach von Anfang an. Der macht definitiv gut Schaden, ist ein Geschicklichkeitscharakter, von Anfang an so drauf geskillt, hat dafür allerdings nur ein relativ kleines und schwaches Schild, also so zum Parieren und so, nicht ganz so geeignet, aber ansonsten insgesamt auch eine ziemlich coole Klasse. Der Gefangene sieht irgendwie ein bisschen creepy aus, aber ist an sich auch eine ziemlich geile Klasse. Warum? Weil der hat eine ziemlich geile Magie und das ist diese Schimmerklinge, die ihr gerade seht. Was daran geil ist, das Ganze ist zeitverzögert. Das heißt, ihr seht es ja gerade, ihr könnt das zwei, dreimal aktivieren, könnt schon hinrennen, Schlag draufhauen und dann kommen die Dinger erst rein. Ist halt mega geil. Einerseits könnt ihr so auch gut meucheln, indem ihr von der einen Seite erstmal die Dinger aktiviert und von hinten ranrennt. Und generell auch wieder eine Klasse, die für Anfänger sehr, sehr gut geeignet ist, weil ihr halt schön von weit weg erstmal ordentlich Schaden machen könnt. Und ganz ehrlich, diese Schimmerklinge, die haut ordentlich rein. Der hat außerdem noch einen guten Schild und einen Degen mit viel Reichweite, also auch ziemlich geil, um die Gegner erstmal ein bisschen auf Abstand zu halten. Ja, und ansonsten prägt so seinen Kampfstil sehr, sehr schnelle Moves und ein Mix aus Geschicklichkeit und Magie. Der Bekenner ist sozusagen der Assassine im Spiel. Der hat einmal die Magiefähigkeit zu schleichen. Das heißt, ihr könnt halt normal laufen, eure Schritte werden nicht gehört. Ist auch ganz geil zum Meucheln, aber finde ich irgendwie ein bisschen Schwachsinn. Ihr könnt natürlich später noch andere Zauber hinzunehmen, aber an sich nicht jetzt groß der Riesen,
ja, Verwendungszweck, den ich jetzt dafür sehen würde, weil Schleichen geht auch relativ schnell und ja, von daher finde ich nicht ganz so geil, aber er kann sich auch noch heilen, geht auch etwas schneller als beim Propheten und was ziemlich geil ist, eine gute Waffe für den Nahkampf und ein 100% Schild mit am Start, also auch zu empfehlen. Der Bettler ist nur was für absolute Profis, weil ist halt Stufe 1. Deswegen solltet ihr euch in dem Spiel schon auskennen oder halt in den Souls-Teilen schon stark unterwegs gewesen sein. Ihr könnt den komplett formen, wie ihr möchtet, weil ihr von Anfang an alle Stufenpunkte und so weiter vergeben könnt, wie ihr wollt. Aber für Anfänger definitiv nicht geeignet. Welche jetzt die beste Klasse ist, kann man so natürlich nicht sagen. Jede Klasse hat seine Vor- und Nachteile, gar keine Frage. Und wenn es die eine beste Klasse geben würde, mit der man übelst easy durchkommt, dann hätten auch die Spieleentwickler irgendwas falsch gemacht. Aber für komplette Neulinge im Spiel kann ich definitiv erstmal zwei Klassen empfehlen. Das ist der Astrologe und das ist der Gefangene. Einfach aus dem Grund, weil die geile Magie gleich von Anfang an haben, wo ihr schön aus der Ferne draufballern könnt. Denn wenn ihr mit dem Spiel noch nicht so vertraut seid, ist das Kampfsystem erstmal neu für euch. Beziehungsweise werdet ihr halt echt schnell abkacken, bis ihr euch da reingefunden habt. Und so müsst ihr halt mit den beiden Charakteren noch nicht direkt in den Nahkampf, sondern könnt schön von weit aus wegballern. Und das erspart euch zumindest schon mal, naja, eine Menge Tode am Anfang, würde ich sagen. Von daher, die beiden Klassen sind für Anfänger definitiv geeignet. Ansonsten müsst ihr natürlich gucken, was spielt ihr gerne. Wenn ihr richtig Bock auf Haut drauf habt und so weiter, dann spielt halt einen Held. Wenn ihr Bock habt auf geile Moves und so weiter, dann spielt halt einen Vagabunden oder einen Krieger. Ja, also es kommt immer ein bisschen darauf an, worauf habt ihr Bock. Aber wenn ihr komplett neu seid, dann wie gesagt Gefangener oder Astrologe. Und ansonsten entscheidet, worauf ihr Bock habt. Fangt vielleicht erstmal mit so einem Charakter an, spielt ein paar Level. Ihr könnt euch insgesamt, glaube ich, 10 Charaktere erstellen. Also spricht ja auch nichts dagegen, sich noch einen zweiten oder dritten zu machen. Und vielleicht kommt irgendwann der Favorit raus. Oder ihr findet den Favoriten raus, den ihr am liebsten spielt. Zu guter Letzt nochmal einen kleinen Tipp. Und zwar vergesst auf keinen Fall, das Andenken auszuwählen, wenn ihr den Charakter erstellt. Ist mir nämlich passiert. Ich hab's irgendwie übersehen und ja, keine Ahnung. An sich gibt's dort nur zwei coole Sachen. Alle anderen sind relativ Müll oder sind einfach nicht so wertvoll wie die zwei Sachen. Das ist einmal die goldene Saat, mein absoluter Top-Favorit. Warum? Weil ihr gleich eine Flasche mehr kriegt von Anfang an. Mega gut. Definitiv. Und das andere ist der gute Schlüssel, den es noch gibt. Da könnt ihr euch gleich am Anfang noch einen richtig geilen Ring holen. Wäre auch noch zu empfehlen. Müsst ihr selber entscheiden. Ich mache auch nochmal ein Video, was für ein Ring das ist und wo ihr den herkriegt. Also wie am Anfang des Videos schon gesagt, Abo dalassen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffentlich sehen wir uns bei einem nächsten Video von mir wieder. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.